Oh, jetzt gibt's ja so eine coole Übersicht. Camden. Beweise sammeln, Propaganda stören. Und dann kriegen wir als Belohnungen Agenten. Das ist ja cool. Freiheitskämpfer retten und Propaganda stören. Das sind Propaganda stören, Freiheitskämpfer retten. Oh, hier gibt's viel zu tun, Chat. Aber erstmal noch eine Hauptmission. Manchmal liebe ich diesen Scheißjob. Der ist gerade seit 2 Minuten Agent. Warte, können wir abkürzen. Und sagt jetzt schon, manchmal liebe ich diesen Job? Oder redet der jetzt vom Bauarbeiter sein? Deshalb rast man nicht in der Stadt, Chat. Nicht bewegen, Batscan. Du wirst nervös. Ist das ein Problem? Ich habe euch immer gesagt, fahrt vorsichtig in der Stadt, Chat. Ihr wisst nie, wo plötzlich ein Auto steht. Wirklich unbelehrbar seid ihr. Warte, hier ist ein... Textdatei. Aber ist die hier in dem Gebäude drin? Bei Parcel Fox ist eine Textdatei für uns. Ich hab dich was gefragt. Antworte mir. Ja. Nichts zu sagen? Auszug aus einer SMS. Der Auszug aus einer SMS liegt einfach auf einer Sitzbank. Notiz an einen Illegalen. Stelle dich Albion nicht freiwillig. Wende dich nicht an die Kellys, um an Dokumente zu kommen. Die Priester in der Westminster Cathedral werden dir helfen. Das Passwort ist Lucas1025. Komm nicht vom Weg ab, nimm deine Kapuze nicht runter, lösche diese Nachricht, sobald du in Sicherheit bist. Dann halten Autos auf, du nicht auf die Straße springen, ja. Habt ihr ja gesehen. Hier ist noch eine Textdatei. Hier irgendwo? Hier. Ah, hier liegt noch eine SMS. Können wir noch eine SMS lesen? Ah, diesmal liegt hier eine E-Mail. Dieser Typ vom Sirs war heute schon wieder da. Sie müssen uns auf der Spur sein. Wir müssen besser aufpassen, wen wir in die Zuflucht lassen. Warte mal, müssen wir nicht eigentlich unten anfangen? Nee, das ist Anfang, dann kommt Avi. Wir können den Leuten nicht plötzlich sagen, du darfst rein oder du darfst nicht rein. Du weißt, vor was die Leute aus dem Oval flüchten. Wir würden sie und damit auch uns verdammen. Wahrscheinlich sind sie nur argwöhnisch, weil du immer so schwitzt und stotterst, wenn sie vorbeikommen. Wenn wir erwischt werden, können wir niemandem mehr helfen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Wenn wir eine falsche Person aufnehmen, könnte das bedeuten, dass Dutzende andere keine Zuflucht finden. Sei einfach vorsichtig, Bruder, mehr verlange ich gar nicht. Bruder. Wie kam es dazu, dass du dein altes Profilbild wieder genommen hast? Weiß nicht. Mir war danach. Warte mal, was bedeutet das Zeichen hier nochmal? Eto, hier liegt Geld. Ich bin da. Ich markiere den Server mit der AR-Rekonstruktionssoftware. Er ist außer Reichweite. Du brauchst also eine Schwerlastdrohne, um ihn zu stehlen. Ach, Geld ist oben. Da ist ein Pfeil dran. Halte X gedrückt. Frachtdrohne.
Okay, tut mir leid. Ich geh schon. Wow, das war echt knapp. Diese scheiß Drohnen-Sachen. Ja. Ich muss doch jetzt zu dem Questmarker fahren, oder? Finde ich gut? Das ist cool. Aber interessant, dass es dir aufgefallen ist. Viele achten da gar nicht so drauf. Ja, kann ich nicht. Wie stehle ich das jetzt? So. Okay. Nehmen wir den Server zum Truck. Okay. Warum habe ich vor 3 Jahren gedacht, es ist eine gute Idee, den Akustikschaumstoff mit Klebeband an die Wand zu bringen? Ich glaube, das Problem ist ein bisschen bei Akustikschaumstoff, dass du den mit nichts anderem wirklich festbekommst. Schon beim letzten Mal, aber ich wollte nicht fragen. Aber ihr könnt immer alles fragen. Ob ich antworte, ist immer die Frage. Der Server ist im Fahrzeug verstaut. Jetzt gibst du den Takt vor. Und bleib auf der Straße. Ich will nicht, dass du in die Luft gehst. Ja, danke für den Hinweis, Bro. Das ist echt crazy. CTOS, AR. Datenrekonstruktion läuft. Das passt. Bleib in der Gegend, bis ich genug Daten auf den Server runtergeladen habe. Oh, jetzt müssen wir LKW fahren. Download abgeschlossen. Ich brauche mehr Daten, also schicke ich dir die Koordinaten zu einem neuen Ort. Hier durch? Ich glaube, ich hätte rückwärts fahren sollen. Das ist brillant. Schaut euch das an. Es sammelt Daten von der Überwachungsinfrastruktur. Nahen CTOS-Drohnen, zivilen Optics, Kameras und setzt aus diesen Bruchstücken dann zusammen, was vor 24 Stunden an diesem Ort passiert ist. Fantastisch! Guckt, ich bin auch nicht angefahren. Gott, wieso? Der steuert sich ja wie so ein Schiff. Schlimmer als bei Dredge. Das kleine Boot. Ganz unauffällig. Oh, irgendwann möchte ich mit dem Bus fahren. Also als Fahrer. Ich habe Vorfahrt, okay? Ich habe wichtige Fracht. Sag doch, also... Du bist von rechts gekommen, wir sind hier in London, da ist doch links vor rechts, oder? Kannst doch einfach im Baumarkt noch so Putz holen, so Raufaserputz. Machst du das noch drunter und dann kannst du drüber malern. Gibt's doch sicherlich zu kaufen. Alle aus dem Weg! Alle aus dem Weg!
CTOS, AR, Datenrekonstruktion läuft. Daten aus Optik, CTOS-Kameras, Mikrofonen, Laptops. Meinst du, der SARS guckt damit manchmal Leuten beim Vögeln zu? Oder benutzt er es überhaupt für irgendwas anderes, als Leuten beim Vögeln zuzuschauen? Ich werde von Drohnen verfolgt, Bagley. Shit. Kannst du deine neuen Freunde irgendwie loswerden? Sie vielleicht zu einem Töpferkurs einladen oder ihnen unangenehm persönliche Dinge erzählen? Ganz egal wie. Komm einfach nur heil am letzten Zielort an. Ach, Scheiße. Okay. Übertragung abgeschlossen. Mir fehlt ein letzter Datensatz. Ich schicke dir die Koordinaten des nächsten Orts. Rein theoretisch, Susi, könntest du ja, wobei ich nicht weiß, wegen Schimmel und so, ganz einfach Haferflocken in die weiße Farbe mischen. Die haben auch so ein bisschen Raufaser-Tapeten-Optik. Und bei Putz ist halt immer noch ein bisschen feinkörniger, ne? Müsstest du vielleicht Sand oder sowas nehmen. Sand in die weiße Farbe mischen. Naja, musst halt weiße Sand nehmen. Es gibt auch so Vogelsand, der ist hell. Dann machst du halt eine Schicht, wo du das so ein bisschen reinmischst. Und dann streichst du noch eine Schicht weiß drüber. Achso, du meinst, das soll generell nicht weiß werden, die Wand. Naja, dann machst du halt eine Schicht mit Sand. Und dann machst du noch eine Schicht mit der Farbe drüber, die es werden soll. Na, und wenn ich dann bei euch bin und du hast Haferflocken verwendet und ich krieg bei euch nichts zu essen, dann kann ich mich einfach von den Haferflocken in der Farbe ernähren. Nein, das ist böse. Ich krieg bei Susi immer ganz viel Essen und krieg immer alles, was ich möchte. Das ist dann doof, wenn das nicht klappt mit den Haferflocken. Nein, aber wenn ihr Gast seid bei Susi und ihrem Mann, werdet rundum versorgt. Was ist denn hier für ein Unfall passiert? Können die kein Auto fahren in London? Was gibt's hier für Klamottenläden? Guck mal die Minimap. Ich bin in der Shoppingmeile gelandet. Du willst ja nur nie was. Naja, weil... Muss ich mit dem Auto jetzt dort reinfahren? Weil ich immer keinen Hunger habe. Aber ich weiß, dass ich immer was von euch kriegen würde, egal wann und egal was. Immer. CTOS, AR. Zentrale, entsetzten Drohnen, um die Zielperson festzunehmen. Warum? Hey! Die fiesen Biester sind immer noch bei mir, Bax. Die Drohnen dürfen den Server nicht zerstören, bevor ich fertig bin. Steig aus und kümmere dich um sie. Schieß auf sie. Schmeiß Steine nach ihnen. Mach sie psychologisch mit Cyberbombing fertig. Beschäftige ich sterbe jetzt gleich das erste Mal. Abgeschlossen ist. Bin ich gestorben? Unter Beschuss! Der hängt fest! Schüsse! Schüsse! Oh. Ich
Ich bin hier festgenommen. Was dauert das so lange, verdammt? So. Nein, ich frag ja nicht nach was. Also. Es wird geschossen. Ich möchte ja, dass du für meine Freundin bleibst. Frag ich nicht nach Alien Isolation. Okay, ich hab's. So, wir können diesen Server nicht ewig mit uns rumschleppen. Und unsere Spuren sollten wir auch verwischen. Ich höre. Ich werde die CPUs überladen und eine Spannungsspitze verursachen, die die Batterie ruiniert. Bin gerade gespannt, was das Auto hier macht. Sollte sowohl den Server als auch die Drohnen zerstören. Also hau lieber ab. Oh, entferne dich vom Truck. Ich dachte, ich wäre erledigt. Ja, wir sind sehr beeindruckt, dass ich dich nicht umgebracht habe. Aber freu dich nicht zu früh. Die nächste Mission wartet. Mission erledigt. Propaganda stören. Was muss ich hier machen? Aber vielleicht... Boah, das muss ich mal... Wir müssen mal gucken. Wir haben ja ein bisschen Zeit bei Susi. Vielleicht könnte ich bei Susi... Susi besitzt ja bei DBD jetzt das Alien-Chapter. Vielleicht könnte ich ja eine Runde Alien spielen. Ach so, hier hoch komme ich ja wahrscheinlich nur mit der Drohne, oder? Ich habe Hinweise, mit denen wir mehr über Zero Day und die Anschläge erfahren können. Ich habe ein verschlüsseltes Signal der Toan-Konferenz abgefangen, das seit der Nacht der Anschläge in Endlosschleife sendet. Untersuch das mal. Vielleicht kannst du ja die neue AR-Technologie nutzen, die wir gestohlen, die wir uns geborgt haben. Das hier ist ja voll... Oh ja, er kriegt auch eine Maske. So, weil ihr wisst, die Corona-Zahlen steigen wieder, Kinder. Okay, ich würde gern Propaganda stören, aber ich befürchte, dass ich komme da nur mit einer Drohne hoch. Bräuchte ich jetzt wieder meinen Bauarbeiter... Kannst du machen? Vielleicht spiele ich ja eine Runde Alien-Chat. Kann ich dir nicht sagen, Dystopia. Ich weiß nur, dass meiner zu klein ist, aber kommt ja immer auf den Platz an, den man so hat. Wenn du Platz hast, ich meine, größerer Schreibtisch ist ja nie verkehrt. Aber wie gesagt, ich könnte zum Beispiel gar keinen größeren... Oh, okay. Hier könnte ich jetzt mit unserem Bauarbeiter rein. Fühlst du dich kampfbereit? Dann mal los. Direkt Schnellreise hier hin. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist ja traurig. Our thoughts with you, you with us. Wir sind doch hier in London. Ich glaube, die können kein Englisch hier. Ah nee, ich kann kein Englisch, hab nichts gesagt, das ist richtig. Ups. Peinlich. Da stand ja your und nicht you. Was ist mit denen passiert? Ach, das... Oh, ich bin richtig blöd. Die sind gestorben beim Terroranschlag. Oh, ich habe Technikpunkte. Kann ich die hier ausgeben? Kann ich. Ich muss nicht in unsere...
Aber wenn ich das jetzt verbessere... Nee, warte mal. Aktuellen Agenten damit ausrüsten. Das heißt, ich kann mich jetzt unsichtbar machen. Wobei ich das ja eigentlich überhaupt nicht muss, weil ich bin ja Bauarbeiter. Ich darf ja hier rein. Die Frage ist nur... Wo? Ja. Oh, guck mal, wir können auch einen Opi nehmen. Hat ein eigenes Fahrzeug. Verdient mehr Geld, der kann aber nicht rennen und sich auch nicht verstecken. Wenn er um Autos rumgeht, läuft er auch normal. Ansonsten läuft er nicht normal. Genau, komme ich jetzt hier in die Baustelle rein? Ich wäre eigentlich an dem Tag hier gewesen. Danke dir, mieser Pappfraß. Ich würde hier sonst tot mit den anderen liegen. Das alles hier soll verlassen und im Wiederaufbau sein, aber es wimmelt vor Security. Da stimmt doch was nicht. Den Gedanken hatte ich auch. Wonach suche ich, Bagley? Irgendein Gerät oder sonst was, das immer noch dieses Signal senden könnte. Es scheint aus dem Schutt zu kommen. Eine Frachtdrohne rufen. Das heißt, ich könnte mit der Drohne hier rein. Aber fällt es nicht auf, wenn ich hier mit der Drohne reingehe? Ich bin doch Bauarbeiter. Ich darf doch hier rein. Lass mich rein. Ich bin Bauarbeiter. Was? Nein, aber... Nein. Oh nein. Ich glaub's nicht. Hey, Lawrence. Hier sollte ich vielleicht nicht runterspringen. Oder? Sollte ich hier runterspringen? Nee, ne? Ich muss hier unter die Brücke. Ich hab's geschafft. Ist irgendwo ein Lautsprechersymbol. Vermeide es zu rennen. Notieren Sie das. Der Tauern-Bombenanschlag bietet uns eine perfekte Gelegenheit. Sobald wir das Gebiet vollständig besetzt haben, haben wir einen guten Überblick über die Themse. Die Aktivitäten dort werden uns eine gute Tarnung für unsere risikoreichen Aktionen bieten. So, ich merke schon, weil Bauarbeiter auf Baustellen halt auch immer langsam machen. Deswegen dürfen wir nicht rennen auf Baustelle. Verstehe ich. Hey, ich habe dich hier noch nie gesehen.
Warum ist die jetzt böse? Als ob die auf Baustellen immer alles sehen. Und wie ist es unter mir, wo ich hin muss? Ich kenne auch nicht alle Kollegen. Wohl doch. Aber da oben die beiden sehen doch, wenn ich jetzt hier runtergehe. Kann ich den Spider-Bot rufen, wenn ich den ja gerade gar nicht dabei habe? Was zur Hölle? Das ist es. Das Signal kommt von diesem Spider-Bot-Teil. Bisher kein Hinweis, wem er gehört. Irgendwas hat es komplett ruiniert. Scheiße, was macht das Teil hier? Schwer zu sagen. Aber mit einer AR-Rekonstruktion können wir herausfinden, was damit passiert ist und was das mit den Anschlägen zu tun hat. Wenn du auf die Datenrelais in der Nähe zugreifst, kriege ich genug Daten, um die AR-Rekonstruktion zu erstellen. Da ist eine Überwachungskamera. Kann ich den jetzt holen? Muss ich hier hin? Warte mal, auf welche... Hier draußen bei mir schreit gerade ein Kind. Ich hoffe, ihr hört das nicht so.